What you mean? Salam alaikum. Alaikum salam. Yes, alhamdulillah. What you mean, brother? Yes. Bastard. Ah, these people you mean? Si. I'm the most dangerous here, brother. Wallah. Okay. Wo ist mein Lahnul, Alter? Ich habe ihn wegen mir aus, wegen ihm ausgemacht, Bruder. So, Nabil, ich wollte zu dir zurück. Also, Nabil, wenn ich dir damit, dass ich einfach versucht habe, damit klarzukommen, was mir passiert ist und einfach ein bisschen trinken, rauchen und chillen wollte, weil ich es noch nie in meinem Leben getan habe, weil ich noch nie in meinem Leben eine andere Frau außer meine angefasst habe, obwohl ihr alle zwei Tage mit einer anderen seid, aber erzählt, ihr liebt eure Kinder, aber ich habe wirklich meine Kinder geliebt und sie sind jetzt weg, Bro. Und wenn du dann darüber lachst, wie ich meine Fotos poste und trinke und rauche, obwohl du mein Freund zu sein scheinst, verzeih mir, wenn ich dich damit verletzt habe. Und ich hoffe, du verzeihst mir auch, okay? Aber ich habe nichts gegen dich, Bro. Und ich danke dir für deinen Hut, okay? Wenn du mich wegen deinem Lahluli hast, hasst mich. Parham, ich liebe dich. Weil mein Lahluli war sehr lange mein Vater und meine Mutter. Verstehst du? Weil ich nicht wirklich welche hatte, wie es meine Ex auch irgendwie erzählt hat. Simba, ich liebe dich. Aber ich liebe meine Eltern trotzdem. Auch wenn meine Brüder Videos gegen mich machen und noch nie zu mir gestanden sind im Internet, obwohl ich denen alles gegeben habe, was ich kann, habe ich Abo nicht on-stream eine Rolex geschenkt? Hat mir jemand eine Rolex geschenkt? Habe ich heute eine einzige Rolex, Bruder? Ich habe keine. Aber hast du eine Abo? Warum hast du mich nicht einmal beschützt? Verstehst du, Bro? Und du verstehst nicht, wieso ich wütend bin, obwohl ich dein großer Bruder bin? Nur weil wir Internet machen, denkst du auch wie Anis, dass du anders reden kannst, Abo. Kannst du nicht, ich bin dein großer Bruder. Verstehst du? Das ist das. Das ist das, Bro. Wenn ihr nicht versteht, wie es weh tut, wenn dich jeder verkauft für Klicks und Geld, Bruder, ich liebe dich, Bunny, dann tut es weh, Bro. Und dann hast du niemanden außer deiner Community und diesen Menschen, die angeblich an dich glauben. Aber stell dir vor, sie haben nur an dich geglaubt, weil du ihnen ein iPhone schenkst. Aber du hast gehofft, dass sie verstehen, dass wir alle eins sind und ich dir gebe, weil du ich bist und ich dir wünsche, weil ich mir auch wünsche. Aber wenn ich will, muss ich zuerst geben. Und wenn du sowas hörst, sagst du, ich bin stoned und auf Sendung und auf Koks und alles. Bruder, ich habe mein ganzes Leben lang, in meinem gesamten Leben, dreimal Koks genommen, Bruder. Und diese dreimal war Shieno mit mir, der beste Freund von San Diego, Bro. Verstehst du? Und ihr wollt mich deswegen als ein Hundesohn darstellen? Bruder, wenn du deine Familie verlierst und du nicht sterben willst und kein Koks dann nimmst, bist du kein Mann, Bro. Verstehst du? Lieber töte ich mich, als jemandem weh zu tun. Das war mein Gedanke. Wallah. Ich habe mir gedacht, bevor ich dieser Frau weh tue, bevor ich diesen Mann weh tue, der auch Kinder und eine Frau hatte, wie soll ich denen was tun? Aber in meinem Kopf war, wenn hier sowas passiert, tue ich denen was. Und ich bin ein Mann, Bruder, ich bin kein Gay. Verstehst du, Bro? Aber es ist passiert. Und lieber Wallah, dachte ich, ich töte mich. Verstehst du, Bro? Und ich muss mich nicht ändern. Ich bin das Beispiel dieser Welt, genau wie sie ist, Bruder. Weil jemand, der gut ist, hat nicht lang genug gelebt, Bro. Wenn du lang genug lebst, wirst du für sie schlecht, weil sie selber nicht gut sind. Sie tun so, als ob sie gut sind. Verstehst du, Bro? Wenn sie gut wären, wären sie nicht so. War einer da, den ich ein iPhone geschenkt habe? War einer da, den ich eine Playstation geschenkt habe? Der gesagt hat, er lügt nicht, Bruder. Er hat wirklich mir das gegeben. War einer da? Ich habe ein Mädchen gesehen, Bro, der ich einen Roller um 2000 Euro gekauft habe, Bro. Und sie hat mich gefragt, ob ich Werbung für ihren neuen Laden mache. Und sie ist das Mädchen, den ich einen Roller geschenkt habe für 2000 Euro. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie gesehen habe. Aber weißt du, ich habe in ihr Gesicht geguckt und habe fast geweint, weil ich mir gedacht habe, Wallah, ich hätte dich sehr gebraucht, Schwester, dass du sagst, ich habe dir einen Roller gegeben, weil niemand glaubt an mich. Und jetzt brauche ich niemanden mehr, der an mich glaubt. Ich glaube selber an mich. Und deswegen habe ich 100.000 Streams. Deswegen kämpft San Diego Kollege und Sunny zusammen gegen mich. Und sie planen zu dritt etwas gegen mich, obwohl sie Deutschrap sind. Wenn ich euch vereint habe, bin ich glücklich, Bro.
Habe ich am Anfang nicht gesagt, meine Videos. Ich werde San Diego und Kollege zusammenbringen. Ich habe sogar Farid zu denen gebracht. Alles gut. Wenn ihr zusammen einen Song macht, bin ich stolz drauf. Bei Gott. Weil sowas Krasses hat Deutschrap noch nie gesehen, Bro. Wie viel? 6%, Jungs. Nur 2 Minuten haben wir noch. 2 Minuten. Parham, ich liebe dich, mein Bruder. Ich liebe euch, Bro. Ich habe keine Frauen geschlagen, Bruder. Ich war wütend, dass meine Frau mir fremdgegangen ist und wollte nicht sterben und sie auch nicht töten. Aber etwas in mir ist explodiert. Als sie meinte, ja, bin ich halt eine. Dann lass mich gehen, sonst werde ich damit nicht aufhören. Und das hat mein Leben getötet, Bro. Und sie hat Zina gemacht. Und lies mal im Koran nach, was man macht mit jemandem, der Zina macht und sie ist eine Frau. Und ihr seid Moslems? Mohammed, du bist Moslem, der Tschetschener ist, der auf deine tschetschenische Schwester nicht aufpasst wie ich. Du willst denen erzählen, ich bin kein Tschetschener. Okay, Bro. Okay, dann bist du einer, aber ich bin nicht einer so wie du, Bro. Und ich werde niemals so wie du sein, weil du kein Mann bist. Und ihr denkt auch, ich bin nur ein Roboter, ne? Ihr denkt alle, so zu reden ist einfach von Herzen und echt, obwohl dich jeder hasst. Obwohl jeder schreibt, du bist auf Koks und Psychosen. Mach Umra, mach das, mach Ridwa, mach Sihar, mach dein Shaitan raus. Bruderherz, seid ihr nicht Shaitan, wenn ihr jemanden psychisch so kaputt machen wollt? Denkt ihr, es ist einfach, so stark zu bleiben, Bro? Denkt ihr nicht, dass ich meinen ganzen Tag lang überlege, wie ich das Richtige sage? Und ich will nur frei sein, auch wenn sie weg ist, will ich wenigstens mein Leben leben? Lässt ihr mich mein Leben leben? Habt ihr mir nicht alles genommen? Ha? Konnte ich irgendwie Geld verdienen? Habt ihr mich nicht YouTube, TikTok, Instagram, alles genommen? War das nicht meine Arbeit? Aber was hat das mit meiner Beziehung zu tun? Und warum tötet ihr mich dafür? Weil ihr mich hasst. Weil ihr mich sehr geliebt habt. Aber ich liebe euch noch immer, okay? Warum redest du nicht mehr Deutsch? Weil ihr mich noch nie gehört habt. Aber jetzt rede ich Englisch, ihr kopiert mich und lacht darüber. Du bist ein Mann, Bro. Und wenn du deine Kinder und Frau verlierst, die du sehr geliebt hast, und die ganze Welt weiß, wie deine Frau heißt, jeder kennt sie. Und sie ist plötzlich weg, Bro. Und sie dreht über dich Videos. Dann werde ich über dich auch lachen, okay? Denkst du, ich bin dann ein Mann? Denkst du, ich würde über dich lachen? Haydet an Farid. Und wenn ich stoned bin, Bruder, und mit euch so rede, denkst du, in mir ist etwas anderes als das, was zu dir spricht, Bro? Denkst du, ich bin anders als so? Ich bin genau so, Bro. Ich kann mich jetzt nicht verstellen. Ich bin stoned. Man ist ehrlich dann, Bro. Egal wie klein ihr seid, irgendwann werdet ihr das wissen, Bro. Ich bin da heute, damit ihr wisst, wenn ihr genau so etwas verliert wie ich, wie ich reagiert habe. Und ich musste das vor Millionen Menschen machen, weil sie das vor Millionen Menschen gestellt haben. Und wenn ihr mit irgendwelchen Pedos und egal wen, Ruth Lees und zusammen Teams seid, ihr seid nicht von meinem Blut, ihr seid nicht meine Linie und ihr seid nicht mein Glaube, ihr seid nicht mein DNA und ihr werdet niemals über mir sein, weil ich bin unter dem Kleinsten, aber du bist auf keinen Fall größer als ich. Du bist Maximum wie ich, aber nicht über mich. Und niemand kann mich machen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht Kollege, nicht Farid, nicht San Diego, nicht meine Frau. Nicht Maestro. Nicht Abu, nicht meine Mutter, nicht mein Vater. Meine Entscheidungen bin ich. Meine Entscheidungen habe ich getroffen. Ohne euch alle. Und als ihr mich alle verlassen und vergessen habt, war ich auch da. Und so, zu diesem ganzen Thema sind wir jetzt fertig.
Die, die verstanden haben, haben verstanden. Die, die nicht verstanden haben, Bro.